Also wir machen heute Frontalunterricht. Mila Petri hat heute Morgen ja auch gesagt, das ist super. Also sie mag das auch gern, wenn es hinterher auch noch ein bisschen Austausch gibt. Und ich freue mich, dass vor dem wunderschönen Hintergrundbild der Universität Heidelberg jetzt Frau Anne Slifka sitzt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Sie sehen auch so munter aus. Und Sie haben auch ein ganz spannendes Thema und ein munteres Thema, nämlich, ich finde, Sie sagen das auch so schön, mit der neuen Grammatik des Lernens. Und also mein Deutschlehrerin-Herz schlägt da sofort. Und ich denke, ja, Grammatik hat was mit Struktur zu tun, mit Sprache, mit Verstehen. Und deswegen, also ich kann mir sehr viel darunter vorstellen und ich bin ganz gespannt, wie Sie uns da einführen und sage herzlich willkommen und Sie haben unser Ohr, wenn Sie starten mögen. Ja, vielen Dank, liebe Frau von Schachtmeier. Ich wäre auch sehr gerne nach Hamburg gekommen. Schade, dass die Pandemie wieder so zugeschlagen hat. Genau. Also ich spreche über Lernen im 21. Jahrhundert und ich habe das jetzt genannt, wie Pandemie und Digitalisierung die Grammatik des Lernens verändern. Denn eine Veränderung in der Grammatik der Schule und des Lernens sehen wir schon bereits vor der Pandemie in sehr vielen Bereichen von Schule. Man muss sagen, dass in den letzten 10 Jahren enorme Veränderungen stattgefunden haben, weltweit in unterschiedlichsten Schulsystemen, und zwar in ganz vielen Bereichen. Und ich kann nur einen kleinen Teil davon heute beleuchten, weil der zeitliche Rahmen das sprengen würde. Ich denke, die Einladung geht auch auf 2 Texte von uns zurück, auf die ich hinweisen möchte, zumal beide auch kostenfrei im Netz stehen, für die, die das nachlesen wollen. Das ist einmal unser Text Disruptive Innovation, wie die Pandemie die Grammatik der Schule herausfordert und welche Chancen sich jetzt für eine Schule ohne Wände in der digitalen Wissensgesellschaft bieten, in dem Sonderheft von der Deutschen Schule. Das steht im Netz, kann man einfach öffnen. Und dann haben wir beim Deutschen Schulportal noch veröffentlicht, brauchen wir eine neue Grammatik der Schule. Auch darauf möchte ich hinweisen. Der Begriff Disruption, mit dem wir da gearbeitet haben, der wird ja in der Wirtschaft sehr häufig verwendet aktuell. Also disruptive Innovation ist ein Konzept aus dem wirtschaftlichen Kontext und es beschreibt einen Vorgang, bei dem traditionelle Arbeitsweisen, Produkte oder Dienstleistungen von neuen Problemlösungen eben radikal in Frage gestellt werden oder sogar vollständig verdrängt werden. Solche Prozesse sehen wir aktuell in der Wirtschaft. Ich erinnere an das Automobil und das, was da gerade passiert, oder hier bei der Grafik sehen Sie, wie die Streaming-Dienste die Videotheken vertrieben haben sozusagen. Solche Prozesse sehen wir im Schulbereich nicht. Der Schulbereich verändert sich sehr langsam. Die Frage ist aber, müsste sich nicht der Schulbereich stärker verändern? Und wir machen in dem einen Artikel 4 Problemfelder auf, von denen wir sagen, dass es systemische Schwachstellen sind, die es schon vor der Pandemie gab und die schon vor der Pandemie empirisch belegt waren, dass sie ein Problem sind. Also dass wir sozusagen nicht das tun, was wir eigentlich tun müssten, vor dem Hintergrund der empirischen Befunde, die seit einigen Jahren vorliegen. Und das ist einmal, Frau Brem hat das übrigens auch an mehreren Stellen angesprochen, dass wir noch sehr stark ein System haben, das von der Koexistenz und nicht der Kokonstruktion von Lehrkräften ausgeht. Die empirische Evidenz ist erschlagend groß dafür, dass der Lehrkräfteberuf als Teamberuf deutlich einfacher zu bewältigen ist und auch zu besseren Lernergebnissen führt, als wenn Lehrkräfte EinzelkämpferInnen sind. Ich erinnere an die Hattie-Studie, wo zum Beispiel kollektive Wirksamkeit von Lehrkräften, Collective Efficacy, die höchste gemessene Effektstärke ist im Bereich der Lehrer-Effektstärken. Das zweite Problemfeld, das wir aufgemacht haben, ist immer noch das Primat des summativen versus des formativen Leistungsfeedback. Die Pandemie hat schon für das erste Problemfeld gezeigt, dass Schulen, die kollaborativ oder kooperativ aufgestellt waren, in der radikalen Lernsituation, in die die Schulen reingeworfen wurden, sehr viel besser und schneller reagieren konnten. Im zweiten Problemfeld, dem summativen versus dem formativen Leistungsfeedback, haben wir schon seit der Black-and-Williams-Studie von 1998, Inside the Black Box, klare empirische Befunde, dass formatives Feedback bessere Effekte auf Lernen hat als summatives Feedback. Und in der Pandemiesituation haben viele Schülerinnen und Schüler eben zu Hause vor den Bildschirmen gesessen oder zu Hause gesessen
Und das formative Feedback wirkt wie ein Motor für das Lernen. Das summative Feedback, das am Ende kommt, hat nicht diesen Motoreffekt auf das Lernen. Das heißt, auch da eine Schwachstelle, für die es schon empirische Befunde gab, die aber eben nicht so stark entwickelt ist, wie das sein müsste aus unserer Sicht. Ein anderes Problemfeld, was die Pandemie aufgezeigt hat, ist die Koexistenz versus die Partnerschaft zwischen Schule und Familie. Und auch da argumentieren wir, dass die empirischen Befunde schon lange zeigen, dass wir von der Koexistenz hin zu einem partnerschaftlichen Modell mit Eltern kommen müssen, das auch ohne Blaming auskommt, aber mit eben klaren Erwartungen an Schülerinnen und Schüler und auch an Eltern. Und da auch neue Kommunikationsinstrumente nutzen können, wie zum Beispiel auch die Kommunikation über mobile Endgeräte. Und natürlich das Problemfeld 4, das uns allen sehr bewusst ist, dass wir es vor der Pandemie in ganz, ganz vielen Schulen noch mit abgeschlossenen und nicht hybriden Lernumgebungen zu tun haben und dass die Entwicklung zur hybriden Lernumgebung natürlich forciert wurde durch die Pandemie, aber eben auch nicht mit der notwendigen Zeit einherging, um die Lernprozesse wirklich sinnvoll zu vollziehen. Genau, dieser Begriff Grammatik der Schule, der ist schon älter. Sie sehen hier die Quelle oben rechts von Teig und Tobin. Den haben wir aufgegriffen. Teig und Tobin beschreiben in diesem Aufsatz den Begriff der Grammatik der Schule als genau dieses starre grammatikalische Gerüst, das der Schule zugrunde liegt. Und sie beschreiben die Schule des Industriezeitalters, die natürlich aus dem Agrarzeitalter hervorgegangen ist. Warum haben wir Herbstferien? Warum haben wir Sommerferien? Weil das die Erntezeiten waren, in denen die Kinder auf dem Bauernhof in die Ernte gehen mussten. Und wir erkennen natürlich auch die Grammatik des Industriezeitalters, die getakteten 45-minütigen Unterrichtsstunden, die Klassenarbeiten, die von allen zum gleichen Zeitpunkt geschrieben werden, auch wenn ein Teil der Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht verstanden hat, wie genau zum Beispiel die Bruchrechnung funktioniert. Und trotzdem geht es nächste Woche nach der Klassenarbeit mit einem neuen Thema, mit der Geografie, mit der Geometrie weiter. Ja? Da erkennen wir sozusagen das alte Industriezeitaltermodell der Schule, das noch sehr stark vom Transmissionsmodell ausgeht. Lehrkräfte haben Wissen, das sie an die Schülerinnen und Schüler weitergeben müssen, haben sozusagen das Wissensmonopol, das aber längst gebrochen ist in der Zeit, in der wir leben. Eine Lehrkraft steht alleine vor der Klasse. Auch das ist ein starrer Bestandteil dieser alten Grammatik und auch das Primat der summativen Bewertungen. Die Liste könnte man noch ziemlich lange fortsetzen, aber auch das würde den Rahmen sprengen. Genau, die Grammatik der Schule erkennen wir noch. Wir erkennen sie in der Raumstruktur, wir erkennen sie in der Zeitstruktur, wir erkennen sie im Arbeitszeitmodell oder im Arbeitsmodell, wie Lehrkräfte arbeiten. Wir erkennen sie in der Nutzung von Wissensressourcen. Sie ist sehr stark präsent. Aber international sieht man, dass wir uns in einer sogenannten Longue Durée, das sage ich als Historikerin, ich habe auch mal Geschichte studiert für das Lehramt, dass wir uns in einem langen Veränderungsprozess befinden, in einem paradigmatischen Veränderungsprozess, der über 20, 30 Jahre die Schulen sehr stark verändert. Und diese Veränderungen, die waren schon vor der Pandemie sichtbar international. Da kann ich einfach kurz verschiedene Beispiele anreißen. Das hier ist die Australian Science and Mathematics School in Adelaide, nach der Jahrtausendwende neu gegründet als staatliche Schule, übrigens eine inklusive Schule für alle Schülerinnen und Schüler, die sich für alle Schülerinnen und Schüler richtet, die ab Klasse 9, also ab der Klasse 10, in Klasse 9 muss man sich bewerben, sagen, ich möchte mich mit Mathematik und Naturwissenschaften schwerpunktmäßig beschäftigen. Es gibt da keinen Intelligenztest und auch keine Aufnahmeprüfung, sondern eine Woche Hospitation an der Schule. Und dann kann man sagen, an dieser Schule möchte ich lernen. Die Lehrkräfte arbeiten ausschließlich in Teams. Das Lernen in Klasse 10 und 11 findet in komplexen Projektsequenzen statt, die nach dem Deeper Learning Konzept entwickelt sind. Die sieht man hier oben in dieser 8. Erde und Kosmos, Wahrheit und Wahrnehmung, Kommunikationssysteme, erneuerbare Zukunft, Biodiversität, Ordnung aus dem Chaos, um nur Engineering a Monster, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und diese Projekte werden von Lehrkräften gemeinsam in Teams von langer Hand vorbereitet. Sie werden in einer hybriden Lernumgebung abgebildet
Und die Schülerinnen und Schüler durchlaufen diese Sequenzen und haben parallel dazu das Fach Learning Studies, in dem sie lernen, wie man lernt. Die Fächer sind integriert, das heißt Mathematik und Englisch zum Beispiel sind in die Projektsequenzen integriert. Es gibt aber zusätzliche Tutorials für Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung benötigen. Hier erkennen wir auch schon in der Raumstruktur eine veränderte Grammatik der Schule. Die Schule besteht aus viermal dieser Fläche, die Sie hier sehen. Also viermal gibt es diese Fläche insgesamt. Learning Commons, Präsentationsräume, kleine Vorbereitungsräume für die Lehrkräfte, auch Seminarräume und auch größere Freiflächen insgesamt viermal. Und genau, diese Räume haben unterschiedliche Funktionen und sind teilweise eben auch flexibel nutzbar. Ich möchte nicht argumentieren, dass wir diese Art von radikalen neuen Raumstrukturen benötigen, um die Grammatik der Schule zu verändern. Es hilft möglicherweise, aber es ist keine Voraussetzung. Wir sehen Veränderungen in der Grammatik der Schule jetzt auch bei Schulen, die keine neuen Gebäude haben international. Hier ist noch ein Beispiel aus Neuseeland. Beim Rolleston College, die haben drei verschiedene Lernformate mittlerweile. Die haben das ganze Lernen in drei Formate eingeteilt. ARCO-Learning, das ist der Fokus auf die Basiskompetenzen. Da geht es um Mathematik und Englisch. Das ist ein adaptives Unterrichten. Das ist digital gestützt, aber eben je nach Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler erfolgt es in sehr kleinen Gruppen auch. Das heißt, knüpft auch an den Vortrag von Nina Brem an, Schülerinnen und Schüler, die messbar, und es wird über digitale Lernstandsdiagnostik gemessen, die messbar mehr Unterstützung bekommen, brauchen, um Basiskompetenzniveaus zu erreichen, bekommen dieses in kleineren Gruppen und auch über flexible Gruppenbildungen. Und ansonsten gibt es zwei Fenster, das Selected Learning, das ist ein Wahlpflichtunterricht, und das Connected Learning, das ist ein fächerverbindendes, phänomenorientiertes Lernen, auch nach dem Deeper Learning Konzept. Und die ganze Schule ist übrigens auch inklusiv ausgerichtet, das heißt auch vom Räumlichen her nach Universal Design gestaltet, aber auch von der Pädagogik her inklusiv. Da sehen wir schon eine sehr stark veränderte Grammatik der Schule. Der Hightech High Schulverbund in Kalifornien ist ein weiteres Beispiel, das es schon seit über 15 Jahren gibt. Das ist ein Schulverbund in San Diego an staatlich finanzierten Charter Schools, die auch eben ein fächerverbindendes projektorientiertes Lernen in den Vordergrund stellen und da auch eine neue Grammatik praktizieren. Aber ich kann jetzt sozusagen nicht im Detail auf diese Schulen eingehen. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen muss man sich anschauen, was treibt eigentlich diese Veränderungen, und was diese Veränderungen in der Grammatik der Schule sehr stark antreibt, sind natürlich die technologischen Veränderungen. Hier zum Beispiel werden eben untersucht, wie sich Aufgaben verändern im beruflichen Kontext. Man sieht es hier zwischen 1960 und 2009. Und da wird deutlich, dass Routineaufgaben, seien sie manuell oder kognitiv, sehr stark abnehmen, dass auch Nicht-Routineaufgaben der manuellen Art stärker abnehmen und dass Aufgaben sehr stark zunehmen, in denen Personen mit neuartigen Informationen arbeiten und strukturierte Probleme lösen und dabei in Teams arbeiten. Diese Art von Veränderung treibt eben auch die Veränderung in der Grammatik der Schule. Jetzt sind wir natürlich an dem spannenden Punkt, was hat der Vortrag von Frau Brem mit meinem Vortrag zu tun, weil die hören sich auf den ersten Blick ja sehr, sehr unterschiedlich an, diese Vorträge. Sie sehen aber, dass sich hier unten in dieser Pyramide rechts unten die Basiskompetenzen aufführen. Und was wir nämlich international auch sehen, und das ist durch die Pandemie, glaube ich, überall auf der Welt verstärkt worden, ist, dass durch Pandemie und Digitalisierung noch viel deutlicher geworden ist, wie wichtig die Basiskompetenzen sind. Die Basiskompetenzen im Englischen oder international laufen sie nicht unter Mathe, Deutsch wie bei uns, sondern unter Literacy und Numeracy. Und man muss sagen, dass ganz viele Bildungssysteme weltweit in den letzten Jahren, teilweise auch schon vor der Pandemie, sehr ambitionierte Literacy und Numeracy Programs aufgelegt haben, die eben vorsehen, dass alle Schülerinnen und Schüler in
diesen Bereichen am Anfang des Schuljahres über digitale Lernstandsdiagnostik getestet werden und dass dann im Laufe des Schuljahres über Flexible Grouping und zusätzliche Förderangebote sichergestellt wird, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler erst die Mindest- und dann die Regelstandards erreichen in Literacy und Numeracy, also in der Verkehrssprache des Landes und in der Mathematik. Der Grund dafür ist, dass darauf aufbauend dann die fachlichen Fähigkeiten kommen und verstärkt jetzt mit der veränderten Grammatik der Schule diese 21st Century Skills. Das heißt Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Man kann sich aber Kreativität, Kommunikation und Kreativität gar nicht vorstellen, wenn Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, auch eigenständig zu arbeiten und sich auch eigenständig Wissensbestände anzueignen. Und deswegen gewinnen die Basiskompetenzen massiv an Bedeutung weltweit. Das heißt, ganz viele Systeme arbeiten daran, wie können wir Bildung so aufstellen, dass wir über adaptives Unterrichten, auch digital gestütztes adaptives Unterrichten, alle Schülerinnen und Schüler an die Regelstandards heranführen. Und das Schöne ist, dass meine Kollegin Susanne Prediger aus der Mathematikdidaktik hier in Deutschland sagt, das kann tatsächlich gelingen. Sie können zeigen, dass eigentlich praktisch alle Kinder die Regelstandards in der Mathematik in der Grundschule erreichen können, wenn, das ist das große Wenn, wenn sie die entsprechende Förderung erhalten. Das ist also eine politische Frage, die in den nächsten Jahren ansteht. Da bin ich ganz bei Frau Brem, die hat es ja auch sehr deutlich gemacht. Ich möchte darüber hinausgehen, weil die Frage ist, was kommt, wenn die Basiskompetenzen da sind und was kommt, wenn das fachliche Wissen entwickelt werden soll? Wie verändert sich Unterricht? Das war ja auch meine Fragestellung hier. Und da möchte ich auf das Modell verweisen, das wir entwickelt haben. Das war eigentlich das Ergebnis meines Forschungssemesters 2017-18. Ich habe mir da eine ganze Reihe solcher sogenannter 21st Century Schools angeschaut und mich gefragt, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner dieser Schulen? Also wie verändert sich eigentlich das Lernen? Und dann habe ich das in ein Modell gegossen und das Modell greift sozusagen die beste Praxis aus verschiedenen Systemen auf und führt sie zusammen. Und das Modell, mit dem wir jetzt arbeiten, geht davon aus, dass Unterricht beginnt mit einer Phase der Instruktion und der Aneignung von Wissen. Lehrkräfte planen diese Phase sehr gut, sie bereiten diese Phase sehr gut vor und zunehmend sieht man international, dass Lehrkräfte diese Unterrichtssequenzen im Team vorbereiten. An der Australian Science and Mathematics School werden ganze Unterrichtssequenzen, thematische Unterrichtssequenzen mit einem Jahr Vorlauf im Team von den Lehrkräften vorbereitet und werden digital abgebildet in einer Lernplattform, in einem Lernmanagementsystem. Und dann fangen die Schülerinnen und Schüler an, in diesen Sequenzen zu arbeiten mit dieser ersten Phase der Instruktion und Aneignung. Da gibt es durchaus noch den Lehrerinnenvortrag, aber es gibt auch Inputs von anderen Expertinnen und Experten und auch die Möglichkeit, digitale Lernvideos zum Beispiel zu nutzen. Und schon in dieser ersten Phase von Unterricht über digitale Lernvideos das tiefe Verständnis von Schlüsselkonzepten allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen durch Formen von Personalisierung. Wir haben das jetzt zum Beispiel für ein neues Projekt mit der Robert-Bosch-Stiftung gemacht, dass wir die digitalen Lernressourcen, es geht da um den Klimawandel, dass wir digitale Lernressourcen auf 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgewählt haben, von einem ganz einfachen Erklärvideo, was ist Klima, von den Logo-Kindernachrichten, bis hin zu einer 9-teiligen Vorlesung des Potsdamer Klimafolgeinstituts von sozusagen Stufe 1 bis Stufe 4. Und so kann eben der Lehrervortrag gestützt werden durch den Zugriff der Schülerinnen und Schüler auf digitale Lernvideos. Es geht bei unserem Konzept nicht mehr um den Erwartungshorizont, sondern in Phase 1 um ein sogenanntes Wissensfundament. Alle Schülerinnen und Schüler sollen sich ein Wissensfundament zum Thema aneignen und gehen dann in die Phase 2. Das ist die Phase der Co-Konstruktion und Co-Kreation. Sie arbeiten dort in kleinen Gruppen meistens, manchmal auch alleine. Sie haben die Möglichkeit, auch eigene Entscheidungen über ihr Lernen zu treffen. Das Lernen findet selbstreguliert statt. Allerdings stehen Lehrkräfte zur Verfügung,
durch adaptive Expertise die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler in Phase 2 zu unterstützen, zum Beispiel durch Scaffolding, durch Coaching oder auch durch formatives Assessment. Und in Phase 3 führt das Ganze zu einer sogenannten authentischen Leistung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler erarbeiten eine Leistung, die dann sichtbar wird und auch tatsächlich in die Lebenswelt in irgendeiner Form eingreift. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Leistungen, die man dort mittlerweile sehen kann, auch international. Der Wissensbegriff, da stützen wir uns auf das Konzept von Anderson und Creswell, ist einer, der in der Phase 1 vor allem das konzeptuelle Wissen in den Vordergrund stellt, das heißt fachliche Schlüsselbegriffe. Jeder Lernende sollte diese fachlichen Schlüsselbegriffe verstanden haben, um die es geht. Es geht also um eine Begriffsbildung, ein Concept Attainment. In der zweiten Phase gerät stärker das deklarative Wissen in den Vordergrund, dass die Lernenden sich auch selbst aneignen, auch über digitale Quellen im eigenen Handeln aneignen. In der zweiten Phase steht natürlich auch das prozedurale Wissen, spielt eine große Rolle, dieses Lernen, wie man etwas tut oder wie man ein Ziel erreicht. Und über den ganzen Prozess hinweg leiten Lehrkräfte metakognitive Lernprozesse an. Also die Frage, wie kann ich mein Lernen planen? Welche Ziele verfolge ich bei meinem Lernen? Wie kann ich überprüfen, ob ich die Ziele erreicht habe? Wie lasse ich mir Feedback geben? Wie nehme ich Feedback an? Und so weiter. Genau, es geht, da stützen wir uns auf die beiden Kollegen Mitter und Fein aus den USA. Es geht bei Deeper Learning um Mastery, also aus Wissen können machen. Es geht um Identität, das ist die zentrale Aufgabe im Jugendalter, etwas über die eigene Identität erfahren. Das heißt, Identitätsentwicklung durch Unterricht. Wir gehen davon aus, dass es im 21. Jahrhundert massiv an Bedeutung gewinnt, da wir eben nicht mehr für die Industriegesellschaft ausbilden. Wir bilden nicht fürs Fließband aus. Wir bilden für eine Gesellschaft aus, in der sich Arbeitsprozesse radikal verändern, jetzt schon und in der Zukunft noch stärker verändern werden und in der Menschen unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen und sehr stark eben projektorientiert arbeiten werden. Und da spielt natürlich die eigene Identität, dass ich mich kenne, dass ich weiß, was ich kann, was ich möchte, eine sehr große Rolle zur Stabilisierung auch von Gesellschaft. Und es geht um Kreativität, das heißt die Fähigkeit, innerhalb eines Wissensgebietes oder zwischen Wissensgebieten kreativ zu handeln und auch neue Ansätze zu entwickeln. Und die Prinzipien, mit denen wir hier arbeiten, Voice und Choice zum Beispiel, oder auch das Prinzip der Personalisierung, spielen eine sehr zentrale Rolle in dieser neuen Architektur des Lernens. Wir haben dazu jetzt ein Buch geschrieben, das erscheint zur Didakta. Und ich möchte Ihnen aber die Qualitätskriterien sozusagen schon mal zeigen. Wir gehen da von einem Weg hin in Richtung eines kooperativen Unterrichtsdesigns. Ich sage immer bei meinen Studierenden als Beispiel, wenn an so einem klassischen Heidelberger Gymnasium, wir haben hier sehr viel mit den Gymnasien zusammengearbeitet und jetzt auch mit den Gemeinschaftsschulen, wenn dann 4 Lehrkräfte parallel in Klasse 8 in Englisch das Thema Australien machen müssen, dann spricht eigentlich alles dafür, dass das Design dieses Themas von den Lehrkräften gemeinsam gemacht wird und dass diese Lernplattform von Lehrkräften gemeinsam gefüttert wird und dass das nicht mehr die einzelne Lehrkraft alleine macht. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, kooperativ zu arbeiten in solchen Deeper Learning-Sequenzen. Wissensarchitektur habe ich Ihnen schon vorgestellt, Phasenmodell habe ich Ihnen auch schon vorgestellt, die hybride Lernumgebung habe ich erwähnt. Es geht in Phase 2 und 3 vor allem auch um Voice und Choice. Es geht darum, dass Lernende ihre eigene Stimme finden beim Lernen und auch eigene Entscheidungen treffen, je nachdem in Abhängigkeit von den Möglichkeiten, die sie dazu haben. Natürlich auch die entsprechende Unterstützung erhalten. In Phase 2 geht es um 21st Century Skills, die mit dem Unterricht, mit dem fachlichen Wissen aus Phase 1 systematisch verknüpft werden und um Metakognitionsförderung. Und statt des summativen Feedbacks gerät das formative Feedback in den Mittelpunkt, weil Lehrkräfte in Phase 2 Zeit haben für formatives Feedback. Und wir sprechen da von dialogischer Leistungsentwicklung. Wir gehen auch davon aus, dass Deeper Learning Raum- und Zeitstrukturen in Schule verändern wird. Ein kleines Beispiel, dann bin ich auch schon fast durch, weil die Zeit ist ja knapp.
Ein Beispiel, wir haben mittlerweile 10 Deeper Learning-Sequenzen durchgeführt im Raum Heidelberg in Kooperation mit verschiedenen Schulen. Wir haben jetzt gerade gestartet ein Projekt mit der Robert-Bosch-Stiftung, wo wir mit 8 Schulen in Baden-Württemberg Deeper Learning machen. Und demnächst startet ein Projekt der Telekom-Stiftung und dazu kann man sich noch bewerben. Wenn Sie also Interesse haben, wenden Sie sich an Frau Dr. Gudrun Tegeder bei der Telekom-Stiftung, denn die Telekom-Stiftung beginnt ein neues Förderprogramm zu Deeper Learning. Das ist hier eines unserer Pilotprojekte gewesen, die Welt der Moleküle. Es gab also eine Einführung in das Thema Molekularbiologie in Klasse 11. Über Lehrervortrag, über zugeschaltete Experten aus der Medizin und auch über digitale Lernvideos in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die wir über das Lernmanagementsystem zur Verfügung gestellt haben. Nach der Aneignung des Wissensfundamentes konnten die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen sich aus der Liste, die Sie hier sehen, Themen auswählen. Das sind teilweise Themen aus dem Bildungsplan von Baden-Württemberg, teilweise Themen, die über den Bildungsplan hinausgehen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler haben eher die neuen Themen gewählt, wie zum Beispiel die Genschere, CRISPR-Cas. Da sehen wir auch schon die Effekte der Personalisierung auf das Lernen. Hier sieht man die Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Die haben dort zusammengearbeitet und haben unter anderem Poster erstellt, wo sie mit dem digitalen Programm PictoChart molekularbiologische Prozesse digital visualisiert haben. Und dann haben sie einen Forscherkongress selber organisiert und bei diesem Forscherkongress sich die Themen gegenseitig vorgestellt und noch externe Expertise mit einbezogen. Und genau, jetzt komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags. Die Zeit ist ja begrenzt. Die systemischen Schwachstellen, die aus unserer Sicht durch die Pandemie offengelegt wurden, die versuchen wir auch durch eine Entwicklung in Richtung einer neuen Grammatik der Schule sozusagen zu verändern. Ich hatte am Anfang einige Problemfelder aufgerissen. Das Problemfeld 1 war die Koexistenz der Lehrkräfte statt der Kokonstruktion. In diesem Modell verstehen sich die Lehrkräfte als Designerinnen von Unterricht und arbeiten eben kokonstruktiv und gestalten auch die hybride Lernumgebung kokonstruktiv. Das Problemfeld 2, das ich angesprochen habe, war das Primat der summativen vor der formativen Leistungsbewertung. Hier rückt jetzt die dialogische Leistungsentwicklung und das formative Feedback ins Zentrum von Unterricht. Und wenn ich in der Vergangenheit bei meinen Studierenden oder auch bei Lehrerfortbildungen gesagt habe, es gibt so hohe Effektstärken für formatives Assessment, dann kam immer die Frage, naja, man hat ja gar keine Zeit für formatives Assessment im Unterricht. Aber in der Phase 2 beim Deeper Learning, eben dieser ko-konstruktiven, ko-kreativen Unterrichtsphase, gehen die Lehrkräfte eben in die Lerncoaching-Rolle und haben eben Zeit, auch mit einzelnen Lernenden oder Kleingruppen solche formativen Feedback-Gespräche zu führen. Eltern können anders in Lernprozesse eingebunden werden. Das habe ich unter anderem auch in Singapur gesehen, wo in dem nationalen Programm Teach Less, Learn More, also weniger unterrichten, mehr lernen, Eltern regelmäßig auch die Möglichkeit haben, diese authentischen Lernleistungen ihrer Kinder im Entstehungsprozess schon zu sehen und dann natürlich auch zu der Abschluss der Präsentation oder der Aufführung oder welches Produkt auch immer gewählt wird, zu kommen. Und Eltern können so anders eingebunden werden in Lernprozesse und auch anders sozusagen teilhaben an Lernprozessen. Und um nochmal den alten Begriff von Maria Montessori aufzugreifen, das hybride Setting, das von den Lehrkräften gemeinsam gestaltet wird, entwickelt sich jetzt zur vorbereiteten Umgebung, das ist ja der Montessori-Begriff, zur vorbereiteten Umgebung der Schule des 21. Jahrhunderts, die sich zu einer Schule ohne Wände entwickelt, das heißt, die sozusagen den Raum und die Zeit anders denkt. Und damit hätten wir eine veränderte Grammatik der Schule, was die Kooperationsstrukturen von Lehrkräften angeht. Das Arbeitszeitmodell muss man eben diskutieren. Auch dazu haben wir jetzt einen Vorschlag unterbreitet, was die Raum- und die Zeitstrukturen von Schule angeht, was die Wissensnutzung von Schule angeht. Und
Ich denke, das ist jetzt erstmal genug für diesen Vortrag, sonst sprenge ich hier den zeitlichen Rahmen komplett. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Slifka. Ja, die Zeit wurde ein bisschen gesprengt, aber aus meiner Sicht hat es sich gelohnt. Ich nehme dafür auch noch mal die Maske ab. Freundlicher. Wir haben viel gehört zu Feedback. Ich habe verstanden, was Sie mit dem Begriff der Grammatik meinten. Und ich verstehe, dass wir uns nicht mehr an der Kartoffelernte im Herbst orientieren müssen, sondern eigentlich andere Zeitrhythmen in unserer Schule brauchen und deswegen auch andere Strukturen und auch eine andere Sprache, finde ich schon, gerade im Leistungsfeedback ganz bestimmt, aber auch in der Aufgabenstellung habe ich verstanden, in die steigenden Aufgabenstellungen. Und ich bin total gespannt auf Ihre Vorschläge zur Lehrerarbeitszeit. Ich habe da Fantasien, wo es hingehen könnte. Ja, also da ist Musik drin, ne? Genau. Ja, da ist total viel Musik drin. Und ja, wir merken auch, es ist auch bei den Lehramtsstudierenden weckt es so eine Aufbruchsstimmung. Genau, die haben auch große Lust auf Teamarbeit und auf dieses kooperative Unterrichtsdesign. Aber es sind natürlich transformative Prozesse, die nicht einfach sind. Der Begriff der Grammatik ist schon gut, weil er eben auch deutlich macht, wie starr die Grammatik ist und wie sehr wir der Grammatik ausgeliefert sind. Weil die Grammatik, in der wir jetzt arbeiten, ist die Grammatik des Industriezeitalters. Und wir haben das Industriezeitalter verlassen. Wir gehen in die digitale Wissensgesellschaft, aber wir arbeiten in der Grammatik des Industriezeitalters. Also die Grammatik, die mit der wir arbeiten, ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Okay. Also vor gut 130 Jahren, 140 Jahren. Und wenn ich nachzähle, sind wir im 21. Jahrhundert, glaube ich, angekommen. Also da ist, genau. ist ein bisschen genau. Musik drin. Okay. Da ist ziemlich viel Musik drin, ja. Genau. Ganz herzlichen Dank nach Heidelberg. Es war sehr anregend. Wir gehen nicht mehr in eine Auswertungsrunde aus Gründen der Zeit. Ich freue mich, dass die Workshops, die jetzt noch kommen, prima zu dem Thema von Frau Slifka passen. Und ich hoffe, dass Sie da in den Workshops denn die Gelegenheit haben, das vielleicht noch zu vertiefen. Es gibt einen Workshop zur Kulturveränderung, es gibt einen Workshop zum Feedback. Also es gibt da einige, die gut passen. Und ich danke allen herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Kondition, vor allem auch Frau Slifka für die Kondition. Und gönn Ihnen noch ein kleines Päuschen und dann auf in die letzte Workshop-Runde. Und dann sehen wir uns noch einmal ganz kurz zum Winke-Winke machen hier. Okay. Bis später. Tschüss. Tschüss. Und auf ein persönliches Kennenlernen. Ja, unbedingt.